Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2013, der Rob spielt das und wir befinden uns auf der Strecke München-Augsburg und zwar in München in Augsburg Hauptbahnhof. Wir würden nach München fahren und ja, heute wieder mit den Bordansagen vom lieben Kamil und wir werden jetzt erstmal gucken, was hier das Szenario für uns bereithält und dann weiter nachher drüber sprechen. Achso, eins noch. Alles, was ihr an Links braucht, findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Ja? Also Szenario, Strecke, Bordansagen und sonstiges Wissenswertes. Alles in der Videobeschreibung, lohnt sich die zu lesen, also tut das bitte auch. Gut, wir fahren fort. Guten Abend, Sie fahren diesen ICE nach München Hauptbahnhof mit Halt in Pasing. Lassen Sie nun die Passagiere zusteigen. Planmäßig Abfahrt ist 19 Uhr, angenehme Fahrt. Meine Damen und Herren, am Gleis 2, willkommen in Augsburg Hauptbahnhof. Meine Damen und Herren, auf Gleis 1 fährt ein Intercity Express 1005 von München nach Frankfurt am Main. Die Wagen der ersten Klasse finden Sie im Abschnitt A. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges. Ein Stück hier als Besucher an den Bahnsteigstellen, und zwar hier hin. Gucken wir lieber in die Richtung, da hinten, also das war ja wieder... Damen und Herren, auf Gleis 1. Willkommen in Augsburg Hauptbahnhof. Am Gleis 2. Bitte einsteigen, Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Unsere Türen sind auch zu, wenn das Geräusch weg ist. Ja. So. Können wir auf jeden AFB. Fall mal die AFB anmachen. AFB. Und losfahren. Freuen uns aus der PZB. Das nächste Hauptsignal hier zu sehen ist grün. Und das nächste Vorsignal zeigt auch Halt erwarten am nächsten Hauptsignal mit den zwei grünen Lichtern. Das heißt, wir können uns befreien aus der PZB. Aus dem Startprogramm sozusagen. Das eigentlich eine Höchstgeschwindigkeit von 45 vorschreibt. Und man darf sich aus dem nur befreien, wenn man einen Fahrbegriff am Hauptsignal von mehr als 30 sieht, also zum Beispiel Fahrt, also grün, und in den nächsten 500 Meter? Ja, auf jeden Fall in einem bestimmten Abstand darf dann keine Beeinflussung stattfinden, sonst gibt es auch eine Zwangsbremsung. Das wäre dann eine unerlaubte Befreiung, das möchten wir ja nicht. Gechillt fährt er hier vorbei und ruckelt sich seinen Weg nach München. Können wir auch 120 fahren. Ja, wir werden jetzt gleich in die LZB aufgenommen werden.
Dafür bedarf es eines Täfelchens oder einer Tafel, eher gesagt, diese LZB-Tafel, die da jetzt in Sicht kommt. Da steht LZB drauf. Und dann hornt es auch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Felix Dornbach. Wir möchten Sie im Namen der Bahn an Bord vom ICE 1420 nach München Hauptbahnhof über Pasing sehr herzlich begrüßen. Die erste Klasse finden Sie am Anfang des Zuges und das Bordrestaurant finden Sie in der Mitte des Zuges. Unser nächster planmäßiger Halt ist Pasing. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Reise. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Felix Dornbach. Welcome on board the ICE 1420 train of German Railway to Munich main station via Pasing. You find the first class at the top of the train and the restaurant in the middle of the train. Next stop is Pasing. We wish you a pleasant journey. Ich bin da nicht ganz unbeteiligt an den Bordansagen, also ich spreche da halt den Felix Dornbach. Und ich muss schon sagen, das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Überhaupt, also ich kann das nur aus Sprechersicht sagen, aber diese Aufnahmen, die waren doch schon... Es hat schon einiges an Zeit gekostet. Weil man verspricht sich da doch gerne mal. Oder der Text passt nicht so ganz, der im Drehbuch steht. Also der Kamil hat mir ein Drehbuch zugeschickt und dann... haben wir da zusammen noch ein bisschen was verändert. Und ja, also da wirklich saubere Aufnahmen, ohne Stottern, ohne großartige Pausen und so weiter aufzunehmen, das war schon eine Herausforderung. Aber ich denke, es hat jetzt auch geklappt. Obwohl ich denke, dass das, das Abmischen und so weiter dann noch, oder eher gesagt, sich überhaupt das Drehbuch auszudenken, ist da schon viel mehr auf Arbeit. Also das Drehbuch, dann die Aufnahmen in entsprechender Qualität dann auch aufbereiten und die dann auch mit Hintergrundgeräuschen und Rauschen und was auch immer, also abzumischen. Gerade diese Bahnhofsansagen dann mit verschiedenen Halleffekten, also dass man denkt, die Halle wäre größer oder kleiner, zu versehen. Finde ich schon super. Da verschwindet er im Nebel. Es gab jetzt länger kein Video von mir, weil ich ziemliche Probleme mit dem Train Simulator hatte. Der hatte mir nämlich bei einem bestimmten Add-on-Kauf, was ich jetzt noch nicht verraten will, weil wir das noch fahren werden, hat er mir die komplette
den kompletten Railworks-Ordner gelöscht. Das war überhaupt nicht nett. Und ja, ich musste da halt alles wieder neu aufspielen, die Einstellung wieder finden, wie auch immer. Und da habe ich jetzt in der letzten Woche ziemlich viel getestet und rumgemacht und oh Gott, oh Gott. Das war nicht schön war das. Böse. Es hat dann schon ein paar Stunden Zeit gekostet, sozusagen. Die SIFA-Frau ist auch eingestiegen, hat ihr kleines Mikrofon mitgebracht. Wunderschön. Die Frau mit dem nervösen Finger, der dann nach ein paar Sekunden die Notbremse auslöst, wenn man nicht aufpasst und sie bestätigt, sozusagen. So, jetzt kann die LZB aber mal richtig zeigen, was in ihr steckt, ja. Die 280 wollen wir auch erreichen. Oder 276. Obwohl das zwar nicht auf der Originalstrecke drauf ist, meine ich nur 240 fahren, aber gut. Naja, Simulation, ne? Muss man auch mal. Da muss man Abstriche machen. Eine Kurve dazwischen, da müssen wir nochmal 200 fahren. Mist. Die Knochenbrecherkurve wird hier mal schön umfahren. Oder eher gesagt, langsamer durchfahren als der Rest der Strecke. Feldern vorbei. Wie schön. Verehrte Fahrgäste, eine wichtige Durchsage. Soeben haben wir erfahren, dass der Flughafen München nach Eingang einer Bombendrohung evakuiert ist und auf unbestimmte Zeit geschlossen wurde. Ende der Durchsage. Ladies and Gentlemen, important message. Just the news has arrived.
that the Munich airport was evacuated after receiving a bomb threat and to be closed indefinitely. End of the message. Ja, ich fand ja immer besonders schwierig bei diesen Bordansagen die englischen Teile davon, weil ich zwar relativ gut Englisch auf jeden Fall lesen kann, aber sehr schlecht spreche, weil ich halt sehr wenig spreche. Ja, die Aussprache ist da immer problematisch. Aber ich denke mal, die Zugleiter bei der Bahn können auch nicht so gut Englisch, darum passt das schon dann. Langsam können wir uns auf die Anfahrt in Pasing vorbereiten. Obwohl es sind noch 15 Kilometer, da ist ja noch ein Stückchen. Ulching. Ja, es ruckelt schon relativ stark, aber ist halt so. Lochhausen kommt in Sicht. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Pasing. Sie erhalten dann Anschluss mit Intercity Richtung Regensburg um 19.31 Uhr vom Gleis 2. Wir möchten uns von Ihnen verabschieden, bedanken uns für die Reise mit der Bahn und wünschen einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Ladies and Gentlemen, in a few minutes we will arrive at Pasing. You may reach your connecting intercity to Regensburg at 731 platform 2.
Ladies and gentlemen, thank you for traveling with Bahn. We wish you a nice evening. Goodbye. Ja, da kommt Parsing auch in Sicht. AFB. AFB. Ich möchte überhaupt keinen AFB-Support haben hier. AFB. Ich mal kurz. Da musste ich mal kurz niesen. So, ja. Immer unvollständige Sätze reden ist auch scheiße. Angehalten. Am Gleis 9. Bitte einsteigen, Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Jetzt ist es auch nicht mehr weit bis nach München.
Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir München Hauptbahnhof. Wir haben alle planmäßigen Anschlüsse für Sie erreicht. Sie erhalten Anschluss mit Eurocity Richtung Verón Puerto Nova über Rosenheim, Kufstein, Innsbruck, Bolzano, Trento um 19:43 von Gleis 13. Mit Regionalexpress Richtung Salzburg über Rosenheim um 19:45 von Gleis 6. Mit Eurocity Richtung Siegen um 19:49 von Gleis 12. Mit Regionalexpress Richtung Nürnberg über Freising, Moosburg, Landshut um 19:55 von Gleis 23. Sowie ICE Richtung Hannover über Nürnberg, Würzburg, Aschaffenburg um 19:59 von Gleis 20. Sehr verehrte Fahrgäste, dieser Zug endet in München Hauptbahnhof. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben. Wir möchten uns von Ihnen verabschieden, bedanken uns für die Reise mit der Bahn und wünschen einen angenehmen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will arrive at Munich Main Station. You may reach your connection with Eurocity 2. Verón Puerto Nova via Rosenheim, Kufstein, Innsbruck, Bolzano, Trento at 7:43, platform 30. Connection with Regional Express to Salzburg via Rosenheim at 7:45, platform 6. Connection with Eurocity to Siegen at 7:49, platform 12. Connection with Regional Express to Nürnberg via Freising, Moosburg, Landshut at 7:55, platform 23. And ICE connecting to Hannover via Nürnberg, Würzburg, Aschaffenburg at 7:59, platform 20. Ladies and gentlemen, this train will terminate at Munich Main Station. Please make sure that you didn't forget anything. Thank you for traveling with Bahn. We wish you a nice evening. Goodbye. Na gut, die Zwangsbremsung gebe ich mir jetzt noch. Ist mir jetzt auch scheißegal. Ja. Sie. PZB jetzt ausgegangen. Hilfe. Naja, wir werden es gleich erfahren. Da jetzt gerade angestellt habe. Ich weiß es nicht. Wir etwas langsamer fahren hier. Oh, nee, so langsam auch nicht. Fahren jetzt hier schön rein mit 14 Frames, geil. Besser kannst du gar nicht laufen.
Bei der PZB-Zwangsbremsung eben habe ich mich wahrscheinlich unerlaubt befreit. Gott, werde ich jetzt wieder krank? Hilfe. Nein. So, wir öffnen die Tür. Meine Damen und Herren, auf Gleis 19. Willkommen in München Hauptbahnhof. Bitte nicht einsteigen. Dieser Zug endet hier. Ja, das ist auch das Ende des Szenarios. Ich verabschiede mich schon mal. Gute Arbeit, Kollege. Genießen Sie Ihren Feierabend hier in München. Ja, das war's dann. Ich verabschiede mich. Der Rob sagt Tschüss.